Bilder von der nordsyrischen Stadt Kobani am Mittwoch. Enorme Rauchwolken sind zu sehen, Feuer und auch Explosionen sind zu hören. Die Bilder wurden von der Türkei aus gemacht, nur wenige Kilometer entfernt, auf der anderen Seite der Grenze. Ein hochrangiger kurdischer Politiker der Region erklärte am Mittwoch, dass US-Luftangriffe die radikal-islamische Miliz IS an den Stadtrand zurückgedrängt hätten. Sie seien nun vor den Toren der Stadt Kobani. Der Beschuss und das Bombardement seien sehr effektiv gewesen. Im Westen der Stadt war am Morgen schon eine schwere Explosion zu hören gewesen. Gewehrschüsse hallten durch die Straßen. Extremisten und Verteidiger der überwiegend von Kurden bewohnten Stadt lieferten sich heftige Gefechte. Auf der türkischen Seite der Grenze standen weiterhin Panzer. Die Soldaten beobachteten das Geschehen auf der syrischen Seite. Erst am Montag hatten IS-Kämpfer ihre schwarze Flagge am östlichen Rand der seit 3 Wochen heftig umkämpften Stadt gehisst. Seither haben die USA und ihre arabischen Verbündeten ihre Luftangriffe auf Stellungen der Extremisten verdoppelt.